Hallo und willkommen zu meinem neuesten oder eher zu meinem ersten Unboxing. Ist auch nicht der Brüller von Unboxing her. Es geht um, falsch herum, ein Netzteil für einen PC. Weil bei meinen Let's Plays ist es mir immer wieder aufgefallen, dass mein Computer einfach viel zu laut ist und ich habe nachgeguckt, es liegt bei mir offensichtlich am Netzteil. Scheint leicht überfordert zu sein. Darum tut es immer durchgehend durchbullern und ist sau heiß und total laut. Okay, ja, wir brauchen auch kein. Ich glaube, ist selber komisch. Öffnet das genau andersherum. Hat aber zum Glück kein Klebeband. So. Ja, Handbuch, klar. Für ein Netzteil ein Handbuch. Wer es braucht. Nochmal. Ja, warum nicht? Kabel. Ach, Kabelbinder sind auch dabei. Das ist immer sehr. Ja, ich glaube, den Rest kriege ich nicht raus. Sondern ach so, der Rest hängt doch dran. Ja, klar. Den Karton beiseite. So, ist noch alles nochmal in dieser Tüte verpackt. Hier ist Klebeband. Ja, das Gute hier hatte gute Auszeichnungen in der Lautstärke. Es sollte nur auf 12,5 Dezibel kommen. Das ist gar nichts. Also zum Vergleich, ich spreche hier, glaube ich, etwa mit so 60, 70 Dezibel. Von daher ist das mucksmäuschenstill. Und dann hat es halt eine Maximalleistung von 750 Watt, die ich denke ich gar nicht schaffen werde, aber das ist ja auch gut so. Zumindest für die Stromrechnung. Na gut, ich zahle sie nicht. Unzählige Anschlüsse, genau wie ich es brauche. Ah, gleich 4 zum Laden für SATA. Das ist optimal. Dann der Hauptstecker. Warum auch immer noch diese alten Teile dran sind, keine Ahnung warum. Und dann sind hier noch unzählige weitere. Naja, gut. Sieht auch. Ist auch aus Metall gebaut. Sieht eigentlich stabil aus. So an sich. Aber ich hoffe, dass es auch was taugt. Sieht interessant aus, wenn man da so reinguckt. Ja, das war es scheinbar schon von Lieferumfang her. Sind hier noch die Schräubchen zum Festmachen? Oh, das sind aber schon eine große, die kann man sogar mit Hand festdrehen. Kabelbinder, wer es braucht. Gut. Okay. Also mir gefällt es. So wie es aufgebaut ist. Okay, das war's mit diesem Unboxing. Von meinem nagelneuen Netzteil. Wird jetzt nicht der Brüller sein, aber es wird mir auf jeden Fall hoffentlich helfen, meine Soundqualität zu verbessern in meinen Let's Plays und auch den ganzen Rest. Ja, ist nicht gerade lang, aber ich habe ja auch noch eins. Gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay, wenn euch mein Unboxing gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder nach unten. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, oben links ist jetzt eins meiner Let's Plays eingebildet und oben rechts könnt ihr auf eins meiner Tutorials klicken. Natürlich ist auch in der Beschreibung nochmal alles verlinkt, auch mein Kanal. Ich würde mich auch freuen über ein Abo. Tschüss, bis zum nächsten Mal.